So und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute werden wir uns anschauen, wie wir die zusätzliche IPv4-Adresse konfigurieren können für PFSense. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, wie wir die Netzwerkkonfiguration dafür konfigurieren. Solltet ihr dies noch nicht gemacht haben, guckt euch am besten die Folge 2 an. Da gehen wir das Ganze einmal durch, wie wir das Netzwerk konfigurieren. Und heute werden wir dann die PFSense installieren und konfigurieren, damit weitere Firms ihr Internet darüber beziehen oder direkt auch Ports auf andere interne IPs öffnen können. Als allererstes downloaden wir uns einmal von der PFSense-Seite das Image. Dafür tun wir AMD64 und das DVD-Image auswählen und downloaden dies einmal. Haben wir die ISO heruntergeladen, tun wir den ganzen Ordner einmal öffnen und einmal die ISO entpacken. Nun haben wir die ISO direkt und die können wir jetzt nutzen, um sie bei Proxmox hochzuladen. Dafür gehen wir einmal auf unseren Proxmox Server und tun jetzt einmal bei Local die ISO Images auswählen und die ISO einmal uploaden. Warten wir einen kurzen Augenblick, bis die ISO hochgeladen ist. Wenn die ISO hochgeladen ist, tun wir noch einmal eine weitere Bridge erstellen. Für die PFSense, das ist relativ einfach. Wir gehen einfach in den Network-Punkt und tun hier eine weitere Bridge erstellen. Ich tue noch immer gerne als Comment einmal PFSense LAN 1 sagen und wir createn dies einmal. Nun tun wir die Konfiguration applyen und wir können auch schon anfangen, die Firmen zu erstellen. In meinem Fall sage ich jetzt einfach PFSense, tut Advanced schon mal direkt anklicken. Wir tun jetzt die ISO einmal auswählen. Der Rest kann bleiben. Den Creemo Agent tun wir auch anhaken, den werden wir nachher ebenfalls installieren. Und SCSI tue ich auf SATA stellen und 20 GB reichen komplett aus. Hier tue ich noch meinen Cache konfigurieren, damit man bessere Performance noch hat. CPU, ein Kern reicht komplett aus. Ich tue in dem Fall hier jetzt die Host-CPU durchreichen, bedeutet es kein KVM-Prozessor, sondern der nimmt direkt den richtigen Prozessor. Memory 2 GB reichen ebenfalls und VMware 0 ist in dem Fall unser Warn-Interface, wo wir die zusätzliche IP-Adresse annehmen. In unserem Fall müssen wir natürlich dann jetzt noch die MAC-Adresse einmal hinterlegen. Der Rest kann auch schon bleiben. Wir stellen die VM einmal. Und können jetzt bei der Hardware natürlich noch unsere weitere Bridge, die wir eben erstellt haben, einmal durchreichen. Das wird ja unser LAN-Interface in dem Fall sein. Haben wir das gemacht, können wir auch schon einmal die PFSense starten. Wenn die VM gebootet ist, können wir das auch einmal bestätigen mit Enter und tun sie jetzt einmal installieren. In dem Fall tun wir noch die Keymap auswählen. Und tun jetzt einmal noch die Partitionierung auswählen. In meinem Fall nehme ich AutoFS BIOS. Reicht für meinen Zweck komplett aus. Und wir installieren einmal die PFSense. Nun ist die Installation auch fertig. Und dann fragen wir uns noch einmal, ob wir etwas ändern möchten an der Installation in der Shell. In meinem Fall nein. Und er startet einmal neu. Dies bestätigen wir. Wenn die PFSense auch gebootet ist, fragt uns einmal, ob wir WLANs aufsetzen wollen. In unserem Fall wollen wir das nicht, also N für No. Jetzt müssen wir das WAN-Interface eingeben. Bei uns ist das VTNet 0 und das LAN ist VTNet 1. Dies tun wir einmal bestätigen. Nun sehen wir auch, hat die PFSense sich automatisch per DHCP die zusätzliche IP-Adresse gezogen. Bedeutet, wir können jetzt auch einmal versuchen, direkt auf die PFSense drauf zu kommen. Dafür nehmen wir uns einmal die IP-Adresse und tun sie einmal im Browser eingeben. Und wir sehen erstmal, wir kommen natürlich nicht drauf. Dafür müssen wir jetzt noch eine Regel erstellen. Dafür gehen wir erstmal in die Shell rein, also mit 8. Und tun jetzt erstmal testweise die Firewall deaktivieren, also pfctl-d. Ist disabled und jetzt können wir nochmal verifizieren. Wir kommen schon auf die Firewall drauf. In diesem Fall haben wir die Firewall erstmal deaktiviert und wir sehen, wir kommen schon mal drauf. Jetzt müssen wir natürlich noch einmal eine Regel erstellen, damit wir auch drauf kommen, wenn die Firewall aktiviert ist. Und dafür geben wir einmal ein easy rule pass one tcp
Any und 443. Jetzt können wir es auch einmal wieder enablen, die Firewall. Wurde automatisch schon gemacht. Und wenn wir jetzt aktualisieren, sehen wir gleich, dass wir auch schon drauf kommen. Es dauert jetzt noch ein paar Sekunden, bis er die Regeln endgültig übernimmt. Und wir sehen, er hat neu geladen. Da können wir uns nun jetzt auch anmelden. Standard-Username ist Admin und Standard-Passwort ist PFSense. Dann gehen wir einmal den Setup durch. Hostname PFSense lasse ich in dem Fall, den S-Server Primary durch Google setzen und als Fallback nehme ich Cloudflare. Timezone tue ich auf Euro Berlin setzen und DHCP lasse ich für die Testzwecke. Das LAN-Netz lasse ich auch in dem Fall auf 192.168.1.1. Die 1 ist in diesem Fall das Gateway im LAN-Bereich. Und wir setzen jetzt einmal noch ein neues Admin-Passwort. Haben wir das gemacht? Können wir auch schon auf die PFSense-Seite drauf. Bedeutet, wir gehen oben aufs PFSense-Logo und wir bekommen einmal eine kleine Meldung, die akzeptieren wir. Und nun können wir auch einmal noch ein weiteres Dashboard hinzufügen, was meiner Meinung nach sehr gut ist. Ja, was heißt gut, was uns sehr viele Informationen auf einmal immer liefert. Dann haben wir die Traffic Graphs. Und dort sehen wir zum Beispiel, wie viel Traffic gerade auf welchem Interface hinein oder hinaus geht. Gut, dann haben wir in dem Fall das schon mal konfiguriert. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal an, wie wir noch einen DHCP-Server erstellen. Standardgemäß ist der DHCP-Server auf dem LAN-Interface schon aktiviert. Hier sehen wir die Range einmal von 192.168.1.10 verteilt bis zu 245 die Adressen. Und jetzt noch einmal den DNS-Server hinterlegen. Und einmal das Gateway. Das ist in unserem Fall 192.168.1.1. Dann speichern wir das einmal und gucken uns jetzt einmal noch die Regeln an. Standardgemäß werden bei der Installation automatisch Regeln bereits erstellt. Die können wir für unsere Testzwecke erstmal lassen. Und hier sehen wir eben unsere Easy Rule, die wir erstellt haben, für das Webinterface, damit wir drauf kommen. Jetzt würde ich sagen, testen wir einmal noch die LAN-Verbindung. Dafür nehmen wir uns unser Test-Network VM. In der vorigen Video habe ich euch gezeigt, wie man die erstellt. Folge 2, wie wir die IP-Adresse konfigurieren. Solltet ihr dies nicht wissen, könnt ihr euch das Video einmal anschauen. In unserem Fall tun wir jetzt einmal die IPv6-Adresse entfernen, lassen auf Static und IPv4 tun wir über DHCP nehmen. Die Bridge tun wir einmal auswählen, VMW1 und die MAC-Adresse auf Auto setzen. Und jetzt starten wir einmal die VM. Loggen wir uns einmal ein. Gucken einmal nach, was für eine IP-Adresse wir haben. Wir haben die erste IP-Adresse bekommen, 192.168.1.10. Jetzt können wir mal probieren, ob wir jetzt Gateway pingen können. Können wir machen. Und ob wir rauspingen können, können wir ebenfalls. Wenn wir noch ein APT-Update einmal machen, sehen wir auch, klappt ohne Probleme. Gehen wir jetzt nochmal auf unsere Firewall drauf. Sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir einen Ping starten, dass im LAN-Bereich deutlich mehr Traffic natürlich kommt. Sollte ich den natürlich jetzt wieder abbrechen, werden wir sehen, dass der Graph deutlich wieder nach unten geht, genau, dass halt kein Traffic fließt. Okay, jetzt schauen wir uns am besten noch einmal an, wie wir den Cremo Guest Agent installieren können. Das hat den Hintergrund, Proxmox die PFSense hätte runterfahren wollen, funktioniert dies meistens nicht und er muss er wirklich abwürgen. Wir haben eben schon in der VM Hardware gesagt, dass wir den Guest Agent aktivieren. Müssen wir es nur noch auf ein Betriebssystem installieren. Dann installieren wir jetzt nun auch den Cremo Guest Agent. Dafür gehen wir in die Shell, also 8, und geben einmal pkg install Cremo Guest Agent. In meinem Fall habe ich das schon gemacht. Genau, wir haben es bereits installiert. Bedeutet, jetzt gehen wir nochmal auf die PFSense Seite und tun jetzt einmal noch den SSH Service aktivieren bei der PFSense. Dafür gehen wir einmal auf System und Advanced. Und gehen dann einmal bei dem Unterpunkt Admin Access zur Secure Shell. Dies aktivieren wir einmal. Und nun gucken wir uns einmal bei Status und den Services den SSH Service einmal an. Und sehen, der ist gestartet. Wir starten ihn jetzt noch einmal neu. Und nun gehen wir auch einmal auf unsere Test-VM wieder. Und versuchen uns einmal mit SSH zu verbinden. Sehen wir auch, funktioniert auch bereits. Loggen uns einmal ein und gehen einmal in die Shell. Und nun müssen wir noch eine Datei bearbeiten für den Cremo Guest Agent. In dem Fall ist das nano-etc/rc.conf und müssen hier einmal Cremo Guest Agent Enable hinzufügen, was auf Yes ist, dass er beim Start automatisch aktiviert wird. Und einmal Cremo Guest Agent Flags. Dort tun wir einmal noch
für die Logs etwas hinzufügen. Soll es Probleme geben, dass wir diese auch auslesen können. Und das war es im Endeffekt schon. Nun können wir das System einmal rebooten. Bedeutet, wir sagen hier einfach 5 Reboot und sagen einmal Normally. Können wir hier auch schon wieder raus, gehen einmal wieder in die Konsole von der pfSense und wir sehen schon, dass die pfSense jetzt neu bootet. Die pfSense ist jetzt hochgefahren und jetzt können wir einmal verifizieren. Gucken wir einmal bei der VM und ist die pfSense auch schon hochgefahren und wir gehen einmal wieder auf die pfSense Seite drauf. Und jetzt gehen wir einmal auf System und dann einmal auf Package Manager und gehen einmal auf die verfügbaren Pakete und suchen jetzt noch Shell CMD und installieren dies einmal und bestätigen das. Er hat es erfolgreich installiert, bedeutet, wir gehen jetzt einmal unter Dienste auf den Punkt Shell CMD und tun jetzt einmal den Command hinzufügen. Bedeutet, es wird dann automatisch bei jedem Reboot einmal ausgeführt. Wir drücken auf Save und können die pfSense jetzt einmal noch erneut neu starten. Nochmal, ja, und einmal bestätigen. Nun ist die pfSense gestartet und wir können jetzt einmal überprüfen, ob bei Summary auch die IP-Adresse angezeigt wird. Dies funktioniert nun, bedeutet, wir haben erfolgreich jetzt den ChemoGuest Agent installiert. Und jetzt schauen wir uns noch einmal an, wie wir auf unser Test-VM auch einen Port öffnen können, weil dies wird wahrscheinlich das Interessanteste für euch sein. Dort, wir installieren jetzt hier mal testweise in Apache 2, in meinem Fall habe ich dies schon getan, und wir loggen uns noch mal ein auf unser pfSense. Bedeutet wieder Admin und euer Passwort. Schauen wir uns nun einmal an, wie wir jetzt noch ein Port-Forwarding machen können auf eine interne IP-Adresse. Dafür gehen wir einmal auf System, Advanced. Und gehen jetzt hier unseren Alternativport an. Ich nehme in dem Fall jetzt mal 31.337. Geben wir uns auch direkt einmal. Und wir können jetzt auch einmal noch den SSH-Server deaktivieren. Jetzt müssen wir erneut einmal eine Regel erstellen, damit wir wieder auf die pfSense kommen. Bedeutet 8. Und wir sagen wieder Easy Rule as an ECP any. Und unseren Port, also 31.337, haben wir hinzugefügt. Bedeutet, wir versuchen einmal unsere pfSense aufzurufen. Dies funktioniert bereits. Können wir jetzt erstmal unsere alte Regel wieder löschen. 443, die kann raus. Löschen wir sie. Line. Und jetzt schauen wir uns einmal an noch, wie wir ein Port Forwarding machen können. Dies geschieht mit einem NAT. Bedeutet, wir tun jetzt einmal eins erstellen und tun jetzt dafür das Interface war lassen, IPv4 Protokoll, TCP passt. Geben wir unseren Port an, 80 in dem Fall. Wollen wir auf den Host 192.168.1.10 redirecten, auf Port 80. Das kann bleiben. Und wir tun sie direkt einmal erstellen. Jetzt warten wir einen kleinen Augenblick. Und dann können wir es auch direkt einmal versuchen, die Seite aufzurufen. Dafür nehme ich immer gerne ein privates Fenster noch, da man dann einfach kein Cache hat. Bedeutet, wir geben die IP-Adresse ein und sehen hier schon auch die Apache Default Page. Bedeutet, dies hat funktioniert. Dann wären wir mit dem Video auch fertig. Wir haben jetzt in dem Video einmal die pfSense installiert und konfiguriert, damit wir weitere VMs mit einer zusätzlichen IPv4-Adresse nutzen können. Und ich habe euch gezeigt, wie man Ports öffnen kann auf die internen IP-Adressen, da das wahrscheinlich das Interessanteste sein wird. Im nächsten Video werden wir uns anschauen, wie wir die pfSense mit der Proxmox IP-Adresse betreiben können. Bedeutet, dass man keine weitere IP-Adresse kaufen muss. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video.